Willkommen zu diesem neuen Unboxing auf meinem Kanal. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, habe ich mal wieder meine Sammlung vergrößert und möchte das neue gute Stück mit euch zusammen auspacken. Ich habe noch nicht reingeguckt, er ist gerade angekommen und ich mache ihn jetzt auf. Also, dann fange ich jetzt an. Wenn es klappen würde. Eins. Ja, egal. Okay, doch nicht. Oh, da sieht man schon was. So, jetzt machen wir weiter auf. Manche von euch wissen schon, was es ist, aber manche auch nicht. Also, dann gucken wir mal hier. Mal wieder. Passend zum Rest der Sammlung MOB. Güterwagen fehlt noch, deswegen habe ich ihn gekauft. Und mit Originalverpackung dieses Mal. Und da ist er. Bestimmt die Rechnung oder nicht? Jupp, Rechnung. Und hier haben wir ihn. Sieht schon nicht schlecht aus. Er ist aus dem gleichen Jahrgang wie mein Kardinalgüterwagen. Deswegen hat er auch diese Klappverpackung hier. Die anderen haben ja diese Rausschiebeverpackung, aber der hat die Klappverpackung. So. Ah, widerspenstig aber. Jetzt aber. So. Hier ist er, das neue Stück der Sammlung. Vorne steht es auch nochmal drauf. Hier hinten steht noch die Nummer drauf, 507. Die Artikelnummer kann ich auch nochmal sagen. Es ist die 46280 von LGB. Und hier haben wir natürlich französischer Waggon. MOB ist ja, glaube ich, schweizerisch, französisch. Ja, sollte es sein. Und ja, wie ihr auch sehen könnt, das gleiche Dach wie bei den anderen. Kann ich auch noch kurz zeigen. Da stehen die anderen. Und er passt dazu. Hat das gleiche Dach, ist gleich lang. Und das ist jetzt Nummer 5. Jetzt habe ich den großen Eugenio. Den 40815 habe ich jetzt. Der ist länger als die anderen und die kleinen hier. Also, wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst ein Like da, abonniert den Kanal. Und ja, bald kommt ein neues Video. Dann sage ich schon mal Tschüss und danke fürs Zuschauen.